Nachdem bei sämtlichen Marken am SUV-Segment der Slogan «Es geht noch einer rein» an all nicht vom SUV-Segment ukommers, hat Kia sich dazu Herz geholt, aber tritt mit seinem neuen Stonic auch das Bühne. Beim ersten Blickfang fällt ab, dass dieser 4,14 Meter lange kompakte Kerl vielleicht ein bisschen höher auf der Räder steht. Könnte aber für mich mehr muskulöse Riffer wie verschiedene von seinen Kollegen aus seinem Segment. Schön definierten Design und dadurch ein Wechselspiel von scharf gezeichneten Kanten an urbanen Verzünnelinien. Schwarz-Plastik-Schwellerlichten und Verbreitungen von der Radküsten packen die Kia Stonic auch perfekt an. Zumal die fischen Teil mit flott integrierten Luchten, sowie von Hannen mit seiner Attrapp-Diffuser innen der schwarzen Jupe auch dem Client ein Wissen zu gefallen. Die Kia Stonic setzt auch auf knallige Farben und auf Wunsch vom Client auch auf eine Zweifarbe-Lackierung. Verzicht Kia auch auf Altspielchen. Nicht im Design vom Interieur mit Kondition zum Fahren steht hier in nächster Platz. Der Cockpit als Chlor konzipiert und das gilt vom Tableau de Bord über die Mittelkonsole bis hin zum Touchscreen. Ab Punkte Equipment spielt die Stonic auch ganz viel mit. Schon an der Serienausstattung als der Bluetooth an die entsprechende Smartphone-Integration mit Apple CarPlay und Android serienmäßig, sowie auch die üblichen Assistenzsysteme und Komfortdetailer mit an Bord sind. Trotzdem steht so gut viel wie Handen viel Platz für die Passagiere zur Verfügung. Wenn in Louis wird Apps kennt meckern, wären das vielleicht die Apps kurz geformten hündischen Sitzflächen. Aufgesehen von der höheren Sitzposition, der übernormalen Bodenfreiheit und der entsprechenden Optik aus der Kia kam etwas für den Terrain. Man kann aber mit seiner flotten SUV-Optik Senkpunkte und Boulevard sammeln. Apropos mal, hier fanden 352 bis 1155 Liter Ladevolumen hier Platz. Das Herzstück von unserem Testauto, dem Kia Stonic, wären E-Liter 3-Zylinder Turbobenziner, der noch über den manuell 6-Gang-Watt geschaltet wurde. Der kleine 120 PS starke Motor liefert auch einen 172 Newtonmeter maximal Drehmoment. Das klingt noch nicht viel. An Nerva steht es zwischen 1500 und 4000 Touren vollzählig zur Verfügung, wobei in der Stadt ideal motorisiert das. Den E-Liter 3-Zylinder-Motor hängt gut um Gas und bringt den 1,3 Tonnen schweren Stonic auch über den Viehsträder an 10,3 Sekunden von 0 auf 100 km und bis auf den maximalen Vitesse von 185 km. Wenn doch nicht gerade der Blick auf der Benzinsauer gewischt wäre, fällt Null bewegt sich hier sehr nur innen. An der Bordcomputer auch schon die 8 Liter angewiesen hat, als dünn der Fuß einmal von der Gaspedale raufgehen und die 120 PS mehr diszipliniert gefordert gesehen. Wobei du noch auf unsere Landstraßen die Spaß im Fuhren abkommen. Der leichtknurrige Motto nervt gar nicht, mir verfeiert schon ein bisschen zum sportlichen Fuhren. Wo dann noch die perfekte Steuerung an die stramm aufgestimmte Suspension ans Spiel kommen. Als Resümee kann ich sagen, die Kia Stonic überzeugt durch ein gut durchmarschieren, ohne schwer am Unzählen bei niedrigen Tourenzöllen zu sein. Ein 4x4 gilt es nicht für die Stonic, also sowieso an diesem SUV-Segment wollen noch die meisten Käfer an den Terrain, zwar die Sonne an den Busch fahren. Die Kia Stonic, neu auf diesem Terrain, wird auch schon seinen Platz an den Success sichern und sichern. Wenn in Luna für etliche Jahre ob das sich nur einem scharfen, kleinen, sportlichen Auto wäre, würde ich schon selber müssen Handel lehnen oder sich mit dem Tuningsmann verbannen. Mittlerweile gibt es schon ein großes Assortiment um die 200 PS und hier stellen die Kölner Orlo auf der aktuellen 8. Generation vom Ford Fiesta ein ST mit 200 PS auf der Macadam. Das Profil vom neuen Ford Fiesta ist 4,06 Meter lang und ein paar Zentimeter mehr lang wie der von seinem Vorgänger. Sein Design mit den Verbreitungen, Diffuser und Spoiler sieht gut aus, zumal auch nach wenn er an einer roten Farbe steht. Er wirkt nicht auffallend, wirkt an meinen Herren schon ein bisschen elegant. Eins in dazu, den einen kleinen aggressiven Look gibt, als sein Kühlergitter.
Es hat den Eindruck, dass diese kleine sportliche Nestie nicht im Allpreis die Aufmerksamkeit auf sich ziehen will. Auch am Interieur weiß sich die Fiesta ST Eichstau von einer braver Seite. Nicht so viel knäppischer Schalterin, aber konsequent auf einem großen Touchscreen wird fortan nicht umgestellt. Der Chauffeur hat sein ganzes Arbeitsfeld gut am Blick, das alles einfacher klar zu betätigen. Auch der Package für den Assistance-Systemen ist gut gewusst. An der auf neue Positionen will ich präzise Hinweis auf Verkehrsschilder bis hin zum serienmäßigen Vorbund-Spurassistent, dem Notbremsassistent bzw. dem perfekten Abparkpilot. Mit all dem möchte die kleine Flitze auch eine gute Figur an der City. Am Interieur peppeln diverse Extras, wie Tricaro Sportsitze und Alupedalen top die Gop. Der Jensen Infotainment Ford Sync 3 sucht neben der App-Link-Smartphone-Integration dem kleinen Touchscreen, der Bluetooth-Freisprechanlage und der Spruchsteuerung für einen ausgesprochen perfekten Multimedia-Pleasure. Fehlt der Lohner Tuffro Platz oder auch nicht? Am normalen Fiesta kann ich bis zu einer Körpergröße von 1,80 m auch an einen Platz füllen, ob manst, wer Platz für die Beine geht. Aber hier am ST mit der Recaro Sportsitzer, wie die Nummer schon seht, geht es mir sportlich zu. An Platz haben dran, also ein bisschen angeengt. Der Fiesta ST kriegt auch vier die beste Recaro Sportsitzer und sogar ohne Supplement für die Klient angebaut. Außerdem kann ich von 311 bis 1300 Liter Leervolumen an der Mal verstauen. Da wollte ich das Gefühl auch mal fahren. Und der Motto über den Power knapp demariert, ein bisschen Gas gehen, und schon sind die drei Zylinder dem 1,2 Tonnen schweren ST den Rhythmus beibringt. Wirklich überrascht, dass das ein 1,5 Liter Dreizylinder-Motto nicht nur ein bisschen rar Sound produziert, sondern auch für eine ordentliche Kraft sucht, die sich auch gut auf die normalen 6-Gang-Bord verdelen lässt. Sein maximal Widerstand liegt bei 232 km/h, an einer 6,5 Sekunden Sprinten von 0 auf 100 km/h. Sein Schalten könnte coole River an die Doofstimmung passt. Und so kann ihn sich den ST auch richtig gut an den Keier zurechtlegen, so wie der Zellwicht auf der Landstraße. Wobei die Bremsen auch gut Heimat spielen und auch kein Fading zulassen, so wie die Suspension beim Fortsprössling auch ein gut Abend möchte. Die Spärs im Fuhren können doch nicht länger heimfühlen, mehr als Hälfte eine ziemlich direkte und präzise Steuerung, die die Chauffeur auch die Kraft von den feuchten Rädern spüren lässt. Was will ich noch mehr? Pneuen. Die fanden trotz den 200 PS von Benzin an der Kraft die Verdrohung nehmen ob die feuchten Räder so viel Grip, dass sie kaum durchdrehen. Aber so nicht dann, wenn ich noch nach optional Quave Differential an Bord wird, wobei die Grip besonders bei flottem Driften an den Keieren deutlich verbessert wird. Diese Ford Fiesta Modell 2016 als immens flink, gut zu kontrollieren, vermittelt sicher das Sportsgefühl und dabei ist Ford auch noch ganz gut gelungen.